Was ist ein Leaky Gut? Was ist ein löchriger Darm und warum kriegt man das? Und für was soll das gut sein oder wie kann ich das verhindern oder wieder verbessern? Das und weiteres ist heute das Thema der heutigen Sendung. Ganz herzlich begrüße ich Sie, liebe Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen bei QS24 im Format Gesundheit. Diese Fragen, die ich gerade eingangs erwähnt habe, möchte ich heute mit einem Experten diskutieren, der sich da jahrelang schon damit beschäftigt hat. Und er ist Ihnen sicherlich auch schon bekannt, er war schon mehrfach hier. Ganz herzlich willkommen, Christoph Plotek von der Firma Biosa. Hallo Alexander, schön hier sein zu dürfen. Gerne, gerne. Danke vielmals. Du hast jetzt gehört, was für ein Thema ich gerne mit dir diskutieren möchte. Man hört das ständig. Man hört über Fehlernährungen, haben wir heutzutage so und so viele Prozente, habe ich schon gehört, ich glaube 80%, ich weiß nicht, ob das stimmt, die haben einen löchrigen Darm. Wieso passiert sowas und wie kriegt man das wieder zu? Ja, also zunächst mal möchte ich so ein bisschen deeskalieren. Löcheriger Darm, ja, das ist so ein bisschen, man denkt vielleicht an Gartenschlauch, wo das Wasser an der Seite rausläuft, ja, wirklich, wo man sagt, meine Güte, das ist jetzt bei mir im Körper der Fall. Ich glaube, damit kann man nicht angstfrei umgehen. Also mir ist wichtig, einfach aufzuklären, zu sagen, über was sprechen wir. Und wir sprechen aus dem Amerikanischen sicherlich über das Wort leaky gut, für löcherig, für undicht und gut, Verdauung, Magen-Darm-Trakt, ja, leaky gut. Wir beschäftigen uns seit über 12 Jahren mit dem Thema Leaky Gut als Anbieter für Darmpflege im Allgemeinen. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass es gibt so im Magen-Darm-Trakt gibt es eben im Dünndarm, im Dickdarm sogenannte Barrieren, die nennen sich Tight Junctions oder Untight Junctions, also für dicht oder undichte Kreuzungen, Türen. Also man kann sich das ein bisschen vielleicht vorstellen, man geht in sein Geschäft und dort gibt es eine automatische Tür, ja, die einfach aufgeht, wenn ich komme, und wenn ich durch die Tür gegangen bin, geht sie wieder zu, um Energie zu sparen, ja, und um die Hunde draußen zu halten oder eben Energie sparen ist glaube ich ein gutes Bild. Ja, das ist so ein Automatismus. Ja. Die Tür erkennt, das ist ein Mensch von der Größe ungefähr, der will jetzt hier rein. Und wenn eine Katze an der Tür vorbeiläuft, ist der Sensor gar nicht dafür eingestellt und die Katze bleibt draußen. Okay. Ja. Also es geht um diese Barrieren, die später nicht mehr gut funktionieren, wenn wir eben in diesen Leaky Gut reinkommen, dann haben wir ja schon eine Diagnose. Aber oft gibt es so unscheinbare Änderungen in unserer Gesundheit. Wir zum Beispiel so der Klassiker, der Kunde trinkt seine geliebte Milch im Kaffee und plötzlich hat er Blähungen und Hauterkrankungen und andere Themen, die er jahrelang nicht hatte. Und das kann zum Beispiel dann mit diesem auftauchenden Leaky Gut-Syndrom zu tun haben, weil ja dann Eiweiße, die vielleicht noch nicht richtig verdaut sind, aus der Milch plötzlich in die Peripherie, ins Bindegewebe, ins Blut kommen. Und dann entsteht eine Allergie. Ja? Und eigentlich die Ursache ist jahrelanger Stress zum Beispiel auf der Arbeit. Und um den Stress abzureagieren, sagt man ja, muss man Sport machen. Das heißt, man arbeitet 8 Stunden lang konzentriert. Und wenn ich mich sehr stark konzentriere, so wie du jetzt als Moderator, ja, konzentrierst dich, was frage ich als nächstes? Und so, das sind alles Anspannungssituationen, die für jeden erstmal unterschiedlich sind. Das heißt, ich bin konzentriert im Kopf und in dem Moment ziehe ich Energie in mein Gehirn, um gut arbeiten zu können, um gut denken zu können. Und meine Darmwand wird zum Beispiel schlechter durchblutet. Also das ist erforscht. Beim Sportler ist das Gleiche. Der Sportler, der jetzt Fußball spielt, der seinen Marathon läuft, der sein abends nach Feierabend nochmal 100 Kilometer Fahrrad fährt, weil er sagt, das ist gesund, ne? Fährt einmal um den Bodensee, ich weiß nicht, ob das möglich ist, das kannst du hier besser. Oh, ja. Ah, ja, das ist zu weit, ja. Ja, gibt sicher Leute. Gibt sicher Leute, ja.
Ja, aber es war jetzt ein bisschen eine Abschweifung. Also es geht darum, was gibt wir die leisten... Bodensee-Rundfahrt? Das gibt's. Mama, die wird ja einen Tag gemacht. Mama. Oh, ja, also das ist aber Arbeit, denke ich mal. Ja? Also das ist Anstrengung, wenn man es nicht mit dem E-Bike macht, sicherlich. Und es geht einfach darum, und dann, wenn diese Muskeln, die müssen ja versorgt werden mit Nährstoffen, mit Aminosäuren, mit Blut, mit Sauerstoff. Mhm. Und in dem Moment wird wiederum unsere Magen-Darm-Wand weniger durchblutet. Jetzt können da zum Beispiel aufgrund von ungünstigen Verhältnissen, kann zum Beispiel eine Situation entstehen, der Mensch ist 8 Stunden auf der Arbeit, lassen ihn bei der Bank sein und Bankaufgaben erledigen. Er ist konzentriert, er braucht Umsatz, er braucht neue Geschäft und was uns so umtreibt. Dann macht er Feierabend, Straßenverkehr, vielleicht ein bisschen Feierabendstau, Rushhour, kommt zu Hause an, isst was, weil er ja Hunger hat. Und dann sagt er, jetzt mache ich zum Ausgleich Sport. Ja, ich gehe aufs Fahrrad, fahre, lass ihn mal 40 Kilometer fahren. Ja, das ist noch gut möglich. Und dann wieder Anstrengung, wieder Konzentration. Und er hat jetzt gegessen. Der Darm braucht eigentlich Energie, um zu verdauen. Aber die darf er nicht haben, sondern er muss Fahrrad fahren. Mhm. Ja, und durch solche ungünstigen Situationen, ich spreche nicht von einmal, auch nicht von 10-mal, aber wenn ich solche Situationen kultiviere über Monate, über Jahre, dann kann mein Magen-Darm-System leiden und das sind so Grundlagen, um ein Leaky Gut zu fördern. Und wenn ich dann noch rauche zum Beispiel, regelmäßig größere Mengen Alkohol trinke, ich spreche jetzt nicht vom 0,1 Liter Wein, den ich vielleicht jeden zweiten Abend mal irgendwie genieße, und habe den Stress und mache viel Sport, dann sind es gute Grundlagen, um an Leaky Gut zu erkranken. Also ich habe ständig, du hast so viele interessante Sachen, es kommt immer Fragen. fangen wir bei der ersten Frage an. Diese wunderbare Türe als Beispiel, ja. Das ist der Leaky Gut, wenn es nicht mehr ganz zugeht. Genau. Also, ja, ich habe dann zwei Probleme. Ja? Also wenn es nicht mehr richtig schließt, dann kriege ich zum Beispiel auch unkontrolliert Sauerstoff in den Darm, mhm. Ja, was dann zum Beispiel wieder zu anderen Bakterienpopulationen führt. Also ja. Das sind so Kausalketten. Ja. Das heißt, da habe ich die anaeroben und die aeroben Bakterien und es hat normalerweise ein natürliches Gleichgewicht. Und wenn ich jetzt mehr Sauerstoff reinkriege, weil der Darm auch Sauerstoff leichter reinlässt wie normal, dann kriege ich die sauerstoffliebenden Bakterien wieder rein, die wir ja vom Gären, vom Bierbrauen, vom Federweißen, ne? Ich weiß nicht, ob man das hier so sagt, bei uns ist das der junge Wein, da sieht man ja, dass da Gärung stattfindet und das sind sauerstoffliebende Bakterien. Und dann verschiebt sich das ganze Milieu und es gibt eine Kaskade daraus. Hä? Ja. Ja. Mhm. Ich dachte immer, der Leaky Gut sei irgendwie aufgrund einer Fehlernährung, der dazu führt. Es sind immer sehr viele Möglichkeiten. Ja, okay, aber also hauptsächlich, dass ich den Darm nach dem Essen eigentlich nicht ruhen lasse, die Energie gebe, die er braucht, um zu verdauen, sondern zu schnell was anderes mache. Ja, also das war jetzt ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass es die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist, dass sich den Darm oder dass sich der Mensch einfach zu wenig regeneriert. Also dass wir zu wenig Zeit uns mal nehmen, was weiß ich, ein gutes Buch lesen und spannen uns mal auf der Couch oder wir machen einfach einen losen, lockeren Spaziergang, sondern wir müssen dann gleich Sport machen, ja? Wir müssen gleich Nordic Walking machen, wir müssen gleich wieder irgendwelche Ergebnisse produzieren, anstatt einfach mal, was weiß ich, den Wald zu genießen oder den eigenen Garten zu genießen, ja, oder die Gesellschaft zu genießen, zu sagen, ach, was kommt, ja, lass uns über irgendein Thema sprechen, was unwichtig ist vielleicht auch mal. Ja. Ich finde das eben ganz ein wichtiges Thema, Präventivmaßnahmen. Was können wir präventiv machen, dass es überhaupt nicht so weit kommt, dass diese Türe immer schön schließt? Ich habe auch schon mal gehört, ich werfe das jetzt einfach zum Experten rein, dass man auch zu wenig Fettsäuren hat oder zu wenig Omega-3 und sich daraus ein Leaky Gut auch noch bilden kann. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Mhm. Also die Omega-3-Fettsäuren im Allgemeinen sind halt wichtig, um
Entzündungsparameter auch im Körper zu managen. Dieses Anti-Inflammatory oder anti-entzündliche Ernährung macht sehr viel Sinn, auch die Omega-3-Fettsäurenprofile da mit zu beobachten, mit zu benutzen, um mögliche Entzündungen einfach leichter zu managen, wie den Körper damit alleine zu lassen. Aber ich dachte, das sei auch ein bisschen die Türe selbst, dieses Omega-3, EPA, DHA oder sowas, oder nicht? Würde ich gerne untersuchen, ich bin immer offen, okay. Aber wir sehen es eher als zusätzliche Maßnahme, das in Ordnung zu bringen. Die Türen selbst, die bestehen natürlich wie immer so aus Proteinen. Die Türe selbst besteht zum Beispiel aus darmwandständigen Bakterien. Ne? Das ist so ein kompliziertes Wort, was in der, wir nennen es die Darmwandintegrität. Also, dass die in Ordnung ist, dass sie gut funktionieren. Da gehören Bakterienschichten, die diese Darmschleimhaut mitbilden. Zum Beispiel Lactobacillen sind da sehr wichtig. Waren wir mal in der Sendung über Milchsäurebakterien. Ne? Die darmwandständigen Bakterien, da gibt es bestimmte Bakterien, die leben gerne an der Darmwand und schützen also, das. Wenn ich genügend Milchsäurebakterien ständig zu mir nehme, ist die Gefahr eines Likrigats auch kleiner. Ist reduziert, ja. Also es gehört einfach ins System, die darmwandständigen Bakterien, die Schutzschicht, die aus Bakterien besteht und aus Schleimstoffen, Ballaststoffen, ja, Schleimstoffe sind zum Beispiel im Flohsamenschalen. Ja, deswegen ist es einfach ein wertvoller Bestandteil von vielen darmpflegenden Präparaten, Flohsamenschalen mit einzubauen. Und da sind wir sehr froh, aber auch als sehr gute Unterstützung noch in dem Bereich, zum Beispiel auch mit Zeolit zu arbeiten, PMA-Zeolit, um Giftstoffe im Darm zu binden, die zum Beispiel wiederum diese darmwandständigen Bakterien eventuell ja, stören. Ja, also das sind so Konzepte. Und um einfach Gifte im Darm zu binden, die natürliche Stoffwechselfolge sind, zum Beispiel Ammoniak, Ammonium ist ein natürliches Stoffwechselendprodukt, aber hochtoxisch, also auch ein Neurotoxin, was zum Beispiel auch ja, für unsere Gedankenwelt sehr wichtig ist, dass wir diesen Spiegel im Griff haben oder Blei, Cadmium, Arsen, Nickel, diese Dinge, die aus der Umwelt kommen, die vielleicht in der Nahrung sind, Fische und andere Dinge, die ja grundsätzlich erstmal gesund sind, Omega-3, ne, vorhin auch wieder genannt. Also das heißt jetzt nicht alles per se schlecht, aber es können Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln sein, die toxisch sind. Und die muss dann normalerweise unser Verdauungssystem verarbeiten, die Leber, die Niere, die Haut, die Lunge. Was viele oft vergessen, dass einfach die Lunge ein sehr wichtiger Entgiftungsfaktor ist. Woher kommt denn dieser Dreck in die Umwelt? Das ist wahrscheinlich eine Sendung, die wir ein anderes Mal machen müssten. Ne? Aber ich möchte nochmals zusammenfassen, weil du hast jetzt mir drei Sachen gesagt, die extrem wichtig sind. Ne? Mhm. Ich möchte das nochmals zusammenfassen, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Einerseits, man sollte wirklich nach dem Essen entspannen. Ja. Zeit geben, hier zu verdauen und nicht gleich in die nächste Hektik reinzugehen. Ja. Das Hirn zu fördern, wieder mit Energie, statt hier die Verdauung geschehen zu lassen. Ne? Das Powernapping zum Beispiel, ja, was so der Großvater vielleicht macht nach dem Mittagessen und sagt, ach, ich lege mich erst mal ein bisschen hin. Ja. Ja, wo man sagt, ich... Das macht wieder Sinn. Gönn mir das. Sinn, ja? Ja, einfach, ich gönne mir diese Verdauungspause. Die Muskulatur wird dann mal nicht gebraucht und der Darm bekommt Zeit, mal den ersten Verdauungsschritt zu machen, bevor man eben wieder am Schreibtisch sitzt, bevor man wieder telefoniert, bevor man wieder auf der Baustelle arbeitet. Deswegen ist ja vielen Menschen, gerade wenn sie auch älter werden, die sagen, ah, ich muss arbeiten, jetzt kann ich nicht so viel essen. Ja, also das sind so auch, was man beobachten kann selber. Ja? Wenn man sagt, das tut mir jetzt irgendwie nicht gut. Und dann einfach mal auch auf den eigenen Körper hören, ist oft eine Hilfe. Ich staune einfach. Die Sendungen mit dir sind immer gut. Einfach der Hammer. Herzlichen Dank. Ja. Also, wir haben den ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben zu wenig Milchsäurebakterien, weil wir einfach selten fermentierte Nahrungsmittel mehr kriegen oder wandern, sind die Bakterienstämme tot. Und frische Stämme anzusiedeln an diese Türen,
sind letztendlich einfach eine Mitversicherung für einen guten Schließmechanismus. Gut. Der dritte Punkt ist, unser Darm wird ständig gestört durch Produkte, Giftstoffe, Fremdstoffe, die einfach in der Umwelt nichts zu suchen haben, aber leider da sind und wir Menschen damit konfrontiert sind. Ja. So, und diese Giftstoffe sollte man regelmäßig binden. So, und du hast das Wort Zeolite genannt. Mhm. Zeolite weit verbreitet. Ich glaube, selbst in Tschernobyl hat man mit Zeoliten gearbeitet, über den Reaktor und die Radioaktivität gebunden. Ja. Und das gibt es als Pulver? Ja, genau. Also wir bieten das seit über 10 Jahren an. Panaceo PMA Zeolit steht für Panaceo Mineral aktivierter Zeolit. Ja. Wird als zertifiziertes, frei verkäufliches Medizinprodukt auch in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich angeboten seit vielen Jahren, ist ein Hersteller, der sich sehr, sehr viel Gedanken über Forschung, über Sicherheit, über Kundenschutz macht. Ich habe sie ja. Ich sehe die Dose, ja. Darf ich schnell öffnen? Ja, das ist ein Originalitätsverschluss, den musst du erst öffnen. Nein, dann lassen wir das. Ja. Das sind Kapseln? In dem Fall ist es jetzt unser Pulver, das ein Basic Pulver. Detox-Pulver. Aber es gibt es auch als Kapseln. Gibt es natürlich auch als Kapsel, die dann magensäureresistent sind? Und nein, in unserem Fall nicht, weil die Kapseln, die sind wirklich in erster Linie dafür da, dass der Kunde nicht diesen, in Anführungszeichen, sehr, sehr fein, pulverigen Geschmack im Mund haben muss. Das stört manche Menschen und die wollen es lieber einfach mit einem Glas Wasser, die Kapseln schlucken. Aber die gehen dann sehr schnell im Magen auch auf, um dort eben auch Gift und Schadstoffe binden zu können. Okay. Also dann haben wir eigentlich auf drei Art und Weise reagiert, entspannt, Milchsäurebakterien und eben dann dieses Entgiftung des Darms. So, und jetzt, wenn ich das mache, wächst das Loch wieder zu, ich komme immer wieder falsch, geht eigentlich der Mechanismus der Türe wieder zu. Hä? Ja, gut. Also das ist die Wunschvorstellung und was wir sehen dürfen, deswegen sind wir so glücklich über den Partner Panaceo. Wir haben seit 2015 eine doppelblind randomisierte Goldstandardstudie, die international veröffentlicht und anerkannt worden ist, dass wir nur durch die Verwendung von Panaceo zwei bis drei Kapseln früh und zwei bis drei Kapseln abend. Die Studie ist mit Leistungssportlern gemacht worden, weil dort die eben höchste Belastung an Leaky Gut zu erwarten ist. Also man hat mit bereits erkrankten, belasteten, betroffenen Sportlern gearbeitet, hat die beobachtet 12 Wochen lang und die sogenannte Triggerpunkte, Points wie Zonulin. Also Zonulin ist so ein Enzym, das dann einfach entsteht im Magen-Darm-Trakt, wenn Leaky Gut vorliegt. Also das ist so ein Parameter, den der Gastroenterologe der überprüft. Ja, es wird gemacht mittlerweile. Ja. Und diesen Wert können wir innerhalb von 12 Wochen mit relativ wenig PMA-Zeolit, so circa 3 Gramm, 2,5, 3 Gramm am Tag, um bis zu 70% reduzieren. Und das ist natürlich eine große Entlastung für den Betroffenen, aber auch in der Prävention, die uns immer wichtiger wird. Ja, wenn man einfach sagt, ich habe diese Risikofaktoren, ich mache Leistungssport, ich bin Leistungsträger in der Gesellschaft und kann mich nicht besonders gut schonen und regenerieren, dann kann man diesen Wirkstoff aktiv zur Prävention in sein Leben integrieren, mit wenig Aufwand eine hohe Schutzbarriere, eine zusätzliche Schutzbarriere aufbauen. Und das haben eben diese Studie gezeigt, die man auch einsehen kann auf den Webseiten von Panaceo oder bei uns. Oder wenn man von mir eine E-Mail bekommt, vielleicht hast du schon mal gesehen, dass unten eben der Hinweis ist auf diese Doppelblindstudie, PubMed veröffentlicht ist. Und wir haben dann eine schöne Art und Weise, sicher Prävention mit einzubauen. Ja. Ich möchte noch fragen, wie merkt der Zuschauer oder Zuschauerin draußen, dass sie so ein Leaky Gut hat? An was für Symptomen kennt man das und meint eigentlich, weiß Gott, was alles sei es irgendeine Allergie und dabei ist das Problem hier unten und nicht hier oben oder an den Hautausschlägen. Ja. Was sind das so Punkte, die du mir aufzählen könntest?
Also wir identifizieren seit vielen Jahren verschiedene Eskalationsstufen. Ja, du hast ja jetzt schon einiges genannt, aber es sind so ganz moderate Eskalationsstufen wie Schlafstörung. Ja, plötzlich beginnt der Kunde, also der Mensch, seinen Schlaf schlechter wahrzunehmen. Okay. Er hat so einen beginnenden, schleichenden Leistungsabfall. Mhm. Was bedeutet das, ja, dass man einfach sagt, naja, also irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich meine Arbeit viel zügiger machen können. Ich brauche eine Tasse Kaffee mehr für den gleichen Arbeitstag. Ständige Erschöpfung, ja, oder? Erschöpfungs, so leichte Erschöpfungszustände, wobei das schon, ja, das ist dann schon ernst zu nehmen. Das sind dann weiter hinten die Eskalationsstufen. Der Kunde sagt, ich bekomme schneller Infekte. Ja, also die mein Immunsystem lässt vielleicht ein bisschen nach in der Wahrnehmung. Ja, also erstmal Wahrnehmung. Ja, aber so, das sind so die ersten Anzeichen. Und wenn man das dann übergeht, dann können später Allergien folgen. Es kann Migräne geben, es kann die verschiedensten Magen-Darm-Erkrankungen mit begünstigen. Es muss nicht sein, aber mit begünstigen, dass man dann im Prinzip verstärkt Candida-Pilze, alles, was da so folgt und dann, was die Internisten dann vielleicht auch beobachten, ist dann diese nicht-alkoholisch induzierte Fettleber, Entgiftungsstörungen aller Art. Aber das stellen dann die Mediziner einfach fest. Das ist ja dann außerhalb von dem, was wir eigentlich tun. Wir stellen das Medizinprodukt zur Verfügung und dann muss es richtig eingesetzt werden im Markt. Ja, oder es braucht den Mediziner, der die Diagnostik später macht. Ja, aber in der Prävention ist so dieser schleichende Leistungsabfall, der Wunsch wieder, auch mehr Energie zu spüren, sich wohlzufühlen bei seiner Arbeit, das ist das, was der Kunde reflektiert. Und da kann man nach Leaky Gut schauen. Ist jedes Zeolit ein Zeolit oder muss man einfach ein bisschen aufschauen? Ich meine, da ist natürlich jetzt sicherlich eine spezielle Entwicklung, ja. Aber ich habe auch schon gehört, es gibt Zeolite mit Verunreinigungen und weiß Gott was. Kannst du mir dazu noch was sagen, warum ihr das so... Ja, wir sagen natürlich gerne, Zeolit ist nicht gleich Zeolit. Ja, es gibt alleine vom Rohstoff her weltweit mehr wie 80 verschiedene Klassifizierungen von Zeolit. Aha. Ja, Zeolit ist, kann man sich so vorstellen, auf der Welt Gott sei Dank sehr häufig vorkommendes Mineral. Es ist vulkanischen Ursprungs. Also ist immer beim Vulkanausbruch vor zig Jahrmillionen eben heißes Magma, Lava ins Urmeer geflossen, ist dort erkaltet und so ist Zeolit entstanden, überall auf der Welt, wo also Vulkane waren, da gibt es Zeolit-Vorkommen. Und in unserem Fall ist es in den europäischen Karpaten eine Quelle, die wir gefunden haben. Ja, da müssen wir nicht nach Kuba oder wir müssen nicht nach Kanada, wir müssen nicht nach Russland, um einen guten Zeolit für uns zu bekommen. Da geht es um den Clean Optilolith Zeolith-Anteil. Also wir sprechen jetzt hier, was du in der Hand hast, von, ich glaube, über 90% Clean Optilolith Zeolith. Dann erkennt man, dass er sehr grün, grünlich schimmert, ein sehr helles Material. Und dann gibt es Zeolite, die sind sehr erdig, sehr braun zum Beispiel. Das sind immer noch Zeolite, aber eben der Anteil Zeolith-Clean Optilolith ist dann geringer. Ja. Das geht runter bis auf 30-40%, also da gibt es sehr große Unterschiede. Wichtig ist eben dann auch noch für die menschliche Verwendung, also gegen Leaky Gut, dass man ein zertifiziertes Medizinprodukt sich kauft, um alle möglichen Sicherheitsrisiken, die ein Zeolit mit sich bringen kann, dass er zum Beispiel in der Natur schon mal seine eigentliche Aufgabe getan hat, nämlich Giftstoffe gebunden. Da gibt es auch durchaus sinnvolle Qualitäten, die halt dann zur Seereinigung, zur Wasserreinigung, zur Abgasreinigung in der Industrie als Baustoffzusatzmittel, du hast vorhin Tschernobyl genannt, da wurde eben Zeolit sozusagen als Sand, als Füllstoff in den Beton verwendet, um später diese Fähigkeit zu haben, Radioaktivität zu binden, zurückzuhalten, weil das funktioniert ja mit normalem Beton nicht, da braucht es Zeolit.
Ja. Die Natur ist schon perfekt. Ja, das stimmt. Es gibt für alles, für vieles eine Lösung. Kriegt man das auch, wie so alles bei dir in allen Reformgeschäften, eigentlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, muss man sich da einfach beraten lassen, sagen, ich brauche ein gutes Zeolit, ich habe, möchte hier Sanierungsmaßnahmen für mich persönlich präventiv ergreifen und dann bin ich da auf gutem Weg. Das stimmt, also da sind wir auch sehr froh. Ist eine Marke, die seit über 20 Jahren am Markt ist. Wir begleiten das seit über 10 Jahren und ist in einem gut geführten Fachhandel, Reformhaus, Naturarzt oder so bekannt und kann dort beraten und gekauft werden. Also, ich habe jetzt keine Angst mehr vor diesem Leckergat. Jetzt weiß man, was es ist. Ich dachte, es ist ein Fäulnisprozess da innerhalb des Darms und es reißt Löcher weg. Hast du ganz, ganz gut erklärt. Vielen herzlichen Dank. Gerne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, auch für Sie war dieses Leckergat jetzt eine interessante Informationsquelle, dass wir da keine Panik, keine Angst haben müssen, sondern erkennen, dass wir da sehr wohl selber was tun können dagegen. Und ich hoffe, Sie sind wieder dabei bei der nächsten Sendung, die wir machen bei QS24 im Thema Gesundheit. Ich möchte mich ganz herzlich verabschieden und auch dir, Christoph, herzlichen Dank, dass du da warst und uns so wertvolle Informationen geschenkt hast. Danke, Alexander. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiedersehen.